Durch einen Torbogenspalier der Kindergartenkinder mussten die Einschüler gehen, um zur St. Johannes Grundschule zu gelangen. Insgesamt 47 Kinder wurden am Morgen in Balve eingeschult. Zur Begrüßung hatten die anderen Klassen ein buntes Programm organisiert, das Schulleiterin Birgit Heckmann präsentierte. Ihr wart fast alle schon mal hier bei uns in der Schule und habt schon mal geschaut. Aber heute ist euer erster richtiger Schultag. Ich wünsche euch hier schon mal ganz viel Spaß. Aber ich wünsche nicht nur euch viel Spaß, sondern auch den Eltern, den Großeltern, den Paten und alle, die ihr heute mitgebracht habt. Ihr habt auch ganz viel Sonne mitgebracht. Das finde ich ganz toll. Super, ganz klasse. Also, wir können heute jetzt schon starten. Ihr habt schon mitgekriegt, ganz viele Kinder sind schon in Vorbereitung. Und die Klasse 2, das sind die, die letztes Jahr hier gesessen haben. Da auf den Stühlen haben die letztes Jahr gesessen. Die haben euch etwas vorbereitet. Dann schaut einmal, was die für euch mitgebracht haben. Da sind 26 Kinder. Eines Tages sucht jedes der Mäusekinder. Eine kleine Geschichte über sich selbst erzählen, aufgepasst. Ich bin das dritte Kind, ich heiße Chris, ich bin sicher mit 3 Jahren. Ich bin das sechste Kind, ich heiße Franziska, ich bin falsch im Spiel. Ich bin Kaya, ich laufe gerne im Kreis. Ich bin das 12. Kind, ich esse gerne. Ich heiße Lilly und Nicole. Ich liebe auch für die 15 Jahre. Nun beginnt der Schulalltag für die Jungen und Mädchen.